Hallo und willkommen bei Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und heute schauen wir uns ein Artbook an von Yasushi Nirasawa, und zwar Creature Core. Wir haben uns ja schon mal The Blood of Nira's Creature, heißt es glaube ich, ein anderes Artbook von Nirasawa angeschaut. Und das hier ist eigentlich der Artbook-Klassiker von ihm. Creature Core war so Anfang 2000 dann extrem heiß begehrtes Sammlerobjekt für alle Fans von Model Kids, und das war halt auch so die Zeit Ende der 90er oder Mitte 90er, so Marilyn Manson, Nirvana, alles war so grungy und düster und Smashing Pumpkins, so diese Goth-Phase in der Popmusik, und ja, das war so die Hochzeit von Nirasawas Kreaturen, und dieses Artbook war halt seine erste Sammlung von seinen Arbeiten. Und wir schauen uns das heute mal an. Hier sind unter anderem seine Model Kits und auch ein paar Zeichnungen von ihm drin. Ursprünglich erschien das ganze Zeug im japanischen Hobby Japan Magazine. Das wahrscheinlich größte Magazin für japanische Hobbys. Also da geht es hauptsächlich um Model Kits, Gundams und andere Sachen. Und Nirasawas Model Kits, da geht es weniger um Max, da geht es eher um Kreaturen. Wie der Titel Creature Core ja eigentlich schon sagt. Ich finde das Ganze vom Design auch sehr interessant gemacht. Also es ist schon was ganz anderes. Fängt auf jeden Fall die 90er ein. Das ist so, auf jeden Fall so. Fängt diese Grunge-Era. Ja. Ich würde gerne die ganzen Texte lesen können, aber leider bin ich des Japanischen nicht mächtig. Aber wenn ich schon hier diese gemalte Seite hier mir angucke, sieht sehr plastisch aus, sehr, ja, sehr gelungen. Ja, Steve, es ärgert mich heute noch. Hier dieses Model Kit, Fan Cure heißt das. Ich hatte es in der Hand, ich hätte es mir. Es hat ein Geschäft hier in der Nähe hat zugemacht, so ein Fantasy-Laden, und der hatte eine ganze Menge Model-Kits, unter anderem hat er auch das gehabt. Und am letzten Tag hat er die alle verschleudert und ich hatte es in der Hand für 50 Euro, was wirklich geschenkt ist. Ja. Und ich habe es nicht gekauft, weil ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was die, ich hatte irgendwie nicht genug Geld dabei gehabt und man konnte da nicht mit Karte zahlen. Und ich wollte es dann am nächsten, genau, es war nicht der letzte Tag, es war der vorletzte Tag oder so. Und am nächsten Tag wollte ich es kaufen, dann bin ich hingekommen und dann hat er die ganzen Model-Kits, hat der Besitzer seinem Bruder geschenkt und der ist damit schon davon gefahren und, ach Gott, das ärgert mich bis heute. Hätte ich doch einfach das Geld irgendwie schnell, wäre ich schnell zur Bank gegangen, hätte das Geld geholt und hätte es einfach gekauft, weil ich habe das Teil danach nie wieder gesehen, davor habe ich es auch noch nie gesehen und 50 Euro ist wirklich nichts. Also wenn man das online sieht, dann kostet es meistens 500 oder mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein mega cooles Model Kit, also es ist ganz nach meinem Geschmack. Sehr fett. Diese Proportionen und dass es nicht so symmetrisch ist, diese Asymmetrie der Arme, der eine Arm ist dünner, der andere ist dicker. Sehr cooles Design. Hier ist nochmal einen anderen Sculpt von dem gleichen Charakter. Dann diese Nina Dolono, die irgendwie auf Nina Hagen basiert. Die auch immer wieder, man sieht sie hier, der hat auch Actionfiguren von ihr gemacht, neben den Model Kids. Also das ist so sein Hauptcharakter eigentlich. Und die hat immer einen Monsterarm. Entweder ist es irgendwie ein Arm, der aussieht wie eine Kanone oder wie so eine Krebshand oder irgendwelche Alienhände, Insektenarme oder hier so irgendwie so ein Jack-in-the-Box-Scherenarm. Und der Mann ist unglaublich produktiv gewesen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch rauskam, war er ungefähr 30 Jahre alt und er hatte schon so viel Zeug produziert. Das ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, wie man so produktiv sein kann. Allein schon sowas zu bauen, hier so eine ganze Bar, hier diese Bar Cyclops, und da ist irgendwie so ein Zyklopen-Roboter oben und hier ist eine ganze Bar gebaut mit mehreren Charakteren. Puh. Wahnsinn. Auch kleine Anspielungen, da ist so ein Kinoposter von Creature from the Black Lagoon. Ist ja mit Sicherheit ein großer Fan davon, weil das so das erste krasse Kostüm-Make-up war in diesem Film.
Sehr inspirierend. Also was heißt inspirierend? Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, sowas zu versuchen überhaupt, weil ich sehe sowas und denke mir, ich weiß nicht, der Zeitaufwand, das zu erstellen. Und wo machst du das dann hin? Wenn du das gebaut hast, das würde ja auch eine gewisse Größe haben. Wo stellt man das hin? Brauchst auf jeden Fall so eine Werkstatt irgendwie dafür. Eine Werkstatt und nochmal viele Regale. Ah, ich glaube, da ist sogar Nina Hagen. Sehr cool. Da hat man den direkten Beweis, dass sie das Vorbild war. Und was für widerliche Kreaturen er da gestaltet. Also, das ist wirklich seiner Zeit voraus. Wenn ich so diese krassen Creature-Designer sehe, wie Nerasawa und was die so schaffen, dann frage ich mich, warum gibt es keine japanischen Science-Fiction-Filme mit solchen Kreaturen? Oder warum nehmen die Amerikaner nicht mehr von diesen japanischen Designs für ihre Filme? Weil oft sehe ich in amerikanischen Filmen, wenn ich da zum Beispiel an die amerikanischen Godzilla-Filme denke, dann sind die ganzen Monster, die erfunden worden sind für diese Filme, sehen super langweilig aus, super uninspiriert. Und dann denke ich mir, es gibt so talentierte Leute, die so unglaubliche Kreaturen erschaffen. Ich meine, er war ja auch für Film und Fernsehen in Japan sehr, hat er sehr viel produziert, aber dennoch, man hätte noch viel mehr machen können damit, finde ich zumindest. Und er hat eigentlich auch diese Designs, die wir vielleicht hauptsächlich in Deutschland zumindest aus Blame, dem Manga Blame, kennen. So diese blassen Charaktere, die komplett in dunklen Lederkleidung da rumlaufen. Und das ist eigentlich ursprünglich hier von Nerasawa. Der ist eigentlich so einer derjenigen, der diese Optik erfunden hat. Vielleicht hat er sich auch angelehnt an irgendwelche Filme, eventuell deutsche Schwarz-Weiß-Filme aus den 20er Jahren, so Dr. Wie heißt der? Caligari. Caligari. Könnte ich mir auch vorstellen. Marilyn Manson ist mit Sicherheit auch irgendwie. Ich weiß nicht, in welche Richtung die Inspiration geht, ob Marilyn Manson eher von sowas inspiriert ist oder Nerasawa von Marilyn Manson oder beide gegenseitig. Hier ein paar coole Sculpts von Katsuya Tarada. Das sind auch so Multitalente. Wie kann man so ein Top-Zeichner sein und malen können und Model-Kids können und aus Knete so fotorealistische Gesichter machen können? Wahnsinn. Ja. Guck dir diese Sachen an, das ist unglaublich. Diese Kreaturen dreidimensional oder auch das hier, das kann man ja eigentlich so direkt für einen Film verwenden als Prop. Ja. Wirklich unglaublich. Hier seine Version von Kamen Rider fand ich auch immer sehr cool. Sein Kamen Rider war wirklich so ein Bio, eher so Ja. bionisch. Das war dann nicht wie ein Ja. Anzug oder ein Kostüm, sondern es war wirklich wie ein Mensch, der mutiert zu einem Insekt. Und der kommt hier aus diesem Kokon raus. Richtig cool. Seine Version von Hakaida. Dann hier ein Man-Vampire Bat. Ich glaube, Man-Vampire Bat war auch eins der ersten Model-Kits von ihm, die er verkauft hat. Oder die generell gemacht hat, vielleicht sogar. Steht das hier dabei? Hier steht, das finde ich cool, hier steht auch dabei, wie groß das ist. Also hier 55 cm mal 50 cm ist 300 Gramm Sculpey hat er benutzt dafür. Finde ich ganz interessant, so zu erfahren, wie groß das ist und was für Materialien verwendet worden sind. Aber meistens ist es Super Sculpey. Super Sculpey, Farbe, nicht viel anderes. Also Materialien, die man eigentlich sehr leicht kriegen kann, aber das Talent, um sowas zu Also, erstellen, ist leider sehr, sehr, sehr selten. das ist es halt, ja. Unglaublich. Also auch die Vielzahl und auch hier, das ist auch ein klassischer, also Tokusatsu-Charakter, ich glaube, von Ishinomori erfunden.
Und das ist sein Twist hier für diesen Charakter. Und er hatte sogar Elemente, die scheinbar durch Blacklight, durch Schwarzlicht leuchten. Sehr cool. Ja. Auf die Idee Krank. muss man auch erstmal kommen. Ein Puppenspieler, ein Muschelmonster. Das ist, glaube ich, aus Hellraiser hier, dieser Charakter auf der linken Seite. Oder zumindest Hellraiser inspiriert. Aber ich glaube, Pokerface, ich glaube, das ist ein Charakter aus Hellraiser 3 oder 4. Das ist auch aus einem Film Ja. von Brian De Palma. Ich weiß leider nicht mal, wie der Titel ist. Auch irgendwas mit Phantom im Titel. Das ist so eine ein Rock-Musical, dieser Film. Hier ein sehr cooles Guyver-Model-Kit. Und ich glaube, das ist das Model-Kit. Da hat sich Nerasawa ein bisschen mit dem amerikanischen Sculptor David Bowen haben die sich einen kleinen Battle geliefert. Er hat nämlich diesen Kopf von einem Model-Kit von David Bowen benutzt. Und dann hat diesen Charakter enthauptet. Und dann hat David Bowen hat es gesehen und hat später in einem Model-Kit von ihm dann einen Teil ich glaube auch von einem Guyver benutzt. Finde ich ganz cool, dass die sich so re gegenseitig registriert haben und dann so kleine Battles veranstaltet haben. Das ist ja auf jeden Fall aus Hellraiser 3, glaube ich. Dieser Charakter, der diese Sägeblätter und CD-ROMs geschossen hat. Diverse Monster-Designs. Er hat ja auch viel für so Tokusatsu-Sendungen, Power Rangers-artige Shows, viel Monster-Designs beigesteuert im Laufe seiner Karriere. Und man kann auch ganz klar sehen, dass der Zeichner von Trigun, Naito, dass er ein großer Fan ist, weil viele dieser Designs kommen in ähnlicher Form in Trigun oder in Gungrave, sind die Ja. zu sehen. Das finde ich auch ganz cool, dass man hier so eine Armatur sehen kann, wie sie bei Stop-Motion-Filmen zum Beispiel auch verwendet wird. Ziemlich cool. Ich wollte mir auch schon immer mal so eine Armatur bauen, aber ja. Man will so viele Sachen und manchmal hat es nicht die höchste Priorität. Und hier hat man ein paar Zeichnungen von ihm, finde ich auch atemberaubend. Also das hier ist mit Tusche und mit Holzstiften gemacht, hier dieses Bild auf der linken Seite. Das ist doch verrückt. Gib mir ein paar Holzstifte und ich werde niemals so ein Ergebnis erzeugen können wie das hier. Das ist so detailliert und so aufwendig und so viel Texturen und verschiedene Abstufungen, Schattierungen, allein schon diese ganzen Kabel hier. Unglaublich. Was für ein Aufwand. Hier wieder sein Nina-Charakter. Zwei Versionen von Katsuya Tarada. Noch mehr Katsuya Tarada auf diesen zwei Seiten. Ja, Katsuya Tarada und Nirasawa waren gute Freunde. Die haben beide zusammen studiert in der Tokyo University of Art and Design, heißt es, glaube ich. Und das war ein Zusammentreffen der Großmeister. Also alle, die irgendwie gefühlt alle, die in dieser Klasse waren, das sind alles extremst talentierte Leute. Also was ist das hier für eine Holzfarbstiftkoloration? Wie macht man sowas? Ich gucke mir das an und denke, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man dazu in der Lage ist, so mit Holzfarbstiften zu kolorieren. Egal wie hochwertig das sind, ob das so teure Polychromos sind oder billige Holzstifte. Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht wurde. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr professionell aus. Sieht nach sehr viel geduldiger Arbeit aus. Ja, wenn ich mir das hier zum Beispiel angucke, das könnte auch irgendwie, würde ich heutzutage sagen, dass es digital gemacht worden ist. Ist
Alles sehr interessant. Hier ein klassischer Charakter, Fantasy-Charakter hier. Was ist der Elric? Elric mit seinem Schwert, dem Stormbringer. In der Okay, cool. Nerasawa-Version. Cooler Take, ja. Das sieht sehr, sehr badass aus. Und auch hier dieser Roboter. Und das ganze Metall, die ganze Technik kommt vorne aus dem Schädel raus. Sehr, sehr cool. Metal Hat, RPG-Magazin. Sieht schon fast aus, als wären das Designs für ein Spiel. Als ob du hier dein Character Select Screen hättest. Ja, stimmt. Ja. Das finde ich auch super cool. Ich frage mich, wenn ich mir diesen Charakter hier angucke, ob der Zeichner von Yu-Gi-Oh! Irgendwie Nerasawa inspiriert war und diesen Obelisk, weil der, das erinnert mich jetzt so vom Farbschema und von den Proportionen so ein bisschen an Obelisk der Peiniger. Ja, kann gut sein. Ich muss auch an frühe Digimon-Designs denken, wenn Ja, ich mir genau. sein Zeug angucke, weil Digimon-Monster haben auch viel so Lederklamotten an und Stacheln und Nägel und so Zeug sind immer Teil des Designs. Absolut. Ich bin auch 100% sicher, dass ein paar der Designer von Digimon Nerasawa-Fans. Nerasawa war ja gerade zu dieser Zeit riesengroß in Japan. Also Ja. alle, die interessiert waren an Zeichnungen und sowas, die waren mit Sicherheit vertraut mit seinem Werk. Und deswegen fand ich früher Digimon auch immer cooler als Pokémon. In Pokémon war alles süß und bei Digimon gab es immer ein paar richtig Ja, Badass badass auszusehen. Mech-artige oder Cyborgs und Ja. viel düstere Designs. Hier ist ein kleiner Manga noch von ihm. Finde ich auch sehr, sehr cool. Also der Mann hat echt alles gemacht. Model Kits, Designs für Fernsehserien, Mangas. Aber nur das, was ihn interessiert. Also er hat jetzt nicht so großartig viel für nur sein eigenes Zeug, seine eigenen Erfindungen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Sich auf eine Sache zu spezialisieren, die man wirklich selbst mag, und dann das beste Ergebnis abzuliefern. Ich bin einfach überwältigt von der Anzahl von verschiedenen Designs, die er entworfen hat. Also So viel unterschiedliche Sachen, so ja. viel Kreativität und Fantasie. Es ist wirklich spektakulär. Man sieht viel Einflüsse, so ein bisschen Möbius, die Schraffierungen. Ich glaube, das hier ist sogar 1:1 aus einem Möbius-Manga. Er hat daraus ein Monster gemacht, aber ich glaube, in einem Möbius-Manga ist es ein normales Gesicht von einem normalen Menschen, aber es ist genau dieser Bildausschnitt. Was meinst du mit Möbius-Manga? Nicht Möbius-Manga, Möbius-Comic. Also es gibt irgendein Möbius-Comic. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Comic das ist, aber ich kenne dieses Panel. Okay. Und es ist 1:1 dieses Panel, nur ist es in dem Möbius, in dem normalen Comic von Möbius, ist es keine Monster, keine Ja. Kreatur. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Mann, der einfach nur ein bisschen creepy lacht. Verstehe. Würde gerne wissen, für was das hier alles ist. Das sieht irgendwie aus wie Designs für irgendwas, für ein Spiel, für. Ah, da steht ja Illustrations for RPG Magazine. Interessant. Irgendein Cyberpunk-RPG. Passt ja auch sehr gut dazu. Babys, mega cool. Ja, man kann sich hier auf jeden Fall satt sehen an unglaublichen Designs. Wer auf diesen goth-düsteren Industrial-Look steht, der bekommt auf jeden Fall, kommt hier auf seine Kosten. Na. Also ich finde es super. Ich bin auch in dieser Zeit aufgewachsen, als dieser Stil irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Popularität war. Deswegen habe ich da vielleicht auch ein bisschen nostalgische Gefühle, aber ich finde, sowas ist mehr oder weniger zeitlos. Diese albtraumhaften Kreaturen sieht man heutzutage viel zu selten in Filmen und anderen Medien, finde ich. Hier ist so ein Charakter, weil ich vorhin Naito, den Zeichner von Trigun, erwähnt habe. Das ist sowas, es könnte auch ein Endgegner sein aus Ja. seinem Spiel Gungrave. Stimmt, ja.
Gibt es nicht sogar so einen ähnlichen? Es gibt so einen ähnlichen, der, ja. So zwei auch so riesige Arme hat und irgendwie keinen Unterkörper. Ja, der hat, glaube ich, noch so einen Helikopter oben drüber oder sowas. Und dann gibt es hier noch ein paar Talks bzw. Interviews. Einmal redet Nerasawa mit Takayuki Takeya, da die ja zusammen auf der Schule waren. Auch dabei ist Hagiwara, der Zeichner von Bastard. Alles Leute, die ich wirklich sehr, sehr, sehr cool finde. Also ihre Arbeiten zumindest. Und die waren alle zusammen in einer Klasse. Das ist irgendwie unvorstellbar, dass so viel Talent zeitgleich zusammen auf dieser Schule ist. Unter anderem war dann aber auch Makoto Kobayashi, auch ein Supertalent, und Keita Amamiya, auch ein Multitalent, Filmregisseur, etc. Die waren alle zusammen in dieser Schule. Das ist mind-boggling, wenn man irgendwie so viel zum gleichen Zeitpunkt. Das ist irgendwie, ich kann das ja nachvollziehen. Das gab es irgendwie danach, glaube ich, nie wieder. Und vor allem, dass alle auf so einem hohen Level schon waren in dieser Zeit. Ja, und dadurch sind ja auch viele Kooperationen entstanden. Wenn man natürlich nicht so gut ist, dann will man vielleicht nicht in derselben Klasse sein. Ja, für alle anderen, alle, die nicht dieser Gruppe von 5, 6 Leuten angehört haben, die Klassen hatten wahrscheinlich 30, 40, vielleicht sogar noch mehr Leute umfasst. Ja. Die waren wahrscheinlich, für die war es wahrscheinlich nicht so schön, wenn du so 5, 6 Megatalente in deiner Klasse hast. Selbst wenn du denkst, dass du gut bist, kommst dahin, bist du Anfang 20, denkst dir, ich bin richtig gut, meine Mama sagt, ich bin toll, und dann bist du da unter solchen Megatalenten, die eindeutig schon viel weiter voraus sind als man selbst. Hier das Cover auf der vorderen Rückseite, das sind irgendwie so Bieretiketten, die Nerasawa designte für die verschiedene japanische Biermarken. Interessant. Finde ich auch sehr passend irgendwie zu seinem Image, weil er so diesen Punk, Rock, Goth, dieses Image hat. Hier auf dem Obi ist auch Werbung für die Comic-Sammlung von ihm, Phantom Core. Besitze ich aktuell noch nicht, bin aber auf der Jagd. Mittlerweile sind die Sachen von ihm leider sehr, sehr teuer geworden. Er ist vor, ich weiß nicht genau, 2 Jahren, also vor ein paar Jahren ist er leider viel zu früh verstorben. Und seitdem sind seine Sachen sehr, sehr teuer geworden. Und Phantom Core ist schwer zu kriegen jetzt. Aber mal gucken. Früher oder später findet man immer mal wieder irgendwelche Schätze. Okay. Ja, und im Großen und Ganzen war es das. Große Fans von Nerasawa sind wir. Ich bin mein Comic Shaolin Grandmaster Killer Nummer 2. Mein aktueller Comic war auch sehr stark inspiriert durch Nerasawa. Da habe ich auch einige Kreaturen und Monster eingebaut, wo bestimmt das eine oder andere von Nerasawa sehr stark inspiriert wurde. Ja. Meine Comics findet ihr in unserem Shop, in unserem gemeinsamen Comic Dojo Shop. Alle Links sind unter dem Video. Mehr Infos zu meinen Sachen gibt es auf meiner Website thomas-dezalek.com. Und Thomas_Lezalek auf Instagram. Und Steve? Ja, wie du schon gesagt hast, mein Comic Gasha Power Band 1 und 2 gibt es in unserem Shop. Und mein Instagram ist Steve_Lezalek und meine Webseite ist steve-lezalek.com. Da findet ihr mehr Zeug von mir. Und teilt unsere Videos, abonniert unseren Channel und wir sehen uns das nächste Mal. Da schauen wir uns vielleicht nicht das nächste Mal, aber wir schauen uns in Zukunft garantiert noch mehr Nerasawa-Sachen an. Terada, Keita Amamiya, etc. Die ganze Klasse der Großmeister. Bis dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.